Leoben ganz im Zeichen der Europäischen Mobilitätswoche. Unter dem Motto aktiv, gesund und sicher unterwegs möchte man auf die Vorteile und die Angebote der Öffis aufmerksam machen. Und diese werden in Leoben stets erweitert. Ende dieses Jahres wird der multimodale Verkehrsknotenpunkt in Lerchenfeld eröffnet. Der zeichnet sich aus, dass eben die S-Bahn stehen bleibt in Leoben-Lerchenfeld und in Ergänzung dazu wird es die Busse geben, der Stadtwerke und der Mürztaler Verkehrsgesellschaft, aber auch die Möglichkeit, dass man dort Fahrräder abstellen kann. Neben dem Neubau der S-Bahn-Station existiert bereits ein großes Angebot. In Kooperation mit der ÖBB stehen etwa E-Scooter oder Carsharing zur Verfügung. Und angenommen werden die umweltfreundlichen Alternativen zum eigenen BKW sehr gut. Wir befördern, damit man Vorstellung davon bekommt, über 2,2 Millionen Menschen in der Stadt jährlich, 550.000 Kilometer, die wir dabei zurückgehen mit 16 Bussen täglich. Also das ist schon ein sehr großes Angebot. Darüber hinaus bieten wir noch mit dem Rufbus auch noch ein individuelles Angebot und jetzt mit der neuen S-Bahn-Station. Also runden wir das gesamte Paket wirklich toll ab. Der Umstieg in den öffentlichen Verkehr ist essentiell, um die Umwelt nachhaltig zu verbessern. Und damit das gelingt, wird eben laufend ins öffentliche Verkehrsnetz investiert. Von der Leobner Bevölkerung wünscht man sich auch in Zukunft, dass die Angebote weiter so erfolgreich angenommen werden. Ich bin dafür, dass die individuelle Mobilität auch erhalten bleibt. Aber ich glaube, wir brauchen einen guten Mix, dass man eben einerseits Freude hat an der Mobilität und andererseits auch einen Beitrag leistet für ein besseres Klima.